mitbekommen. Klar sind wir hier, um dich zu holen, Chewie. Lass die Waffen fallen, sofort. Die Waffen weg. Hallo, Freunde. Beseitigt sie. Ich bin der Spion. Was? Ich will, dass Kylo Ren verliert. Wo sind die anderen? Sie sind nicht zurückgekommen. Dann finde sie. Los. Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst. Ich weiß es. Oh, ja! Spring! Ich fang dich auf! Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. So. Wo sind Keine wir denn jetzt? Ich weiß nicht, warum sie uns nicht verfolgen, aber ich traue der Sache nicht. Alles, was zählt, ist der Wegfinder, um nach Exegol zu kommen. Hofft noch jemand außer mir, dass uns das zum Waldmond führt? Nein? Warte mal. Okay. Also den Kaberstein will ich mitnehmen. Vielleicht kannst du ein anderes Mal zu einer Ewok-Party gehen. Boah, da komme ich mit. So, auch wieder mal 5. Ja, sehr schön. So langsam wird das doch hier mit den ganzen Kalbersteinen. Geht doch. Nur diese Klinge ist verrät. Der Wegfinder ist dort. Harte Landung. Ich bin Janna. Wir müssen zu diesem Wrack. Nicht jetzt. Zu gefährlich. Lasst uns das Schiff reparieren. So lange können wir nicht warten. Das ist der Todesstern. Ein furchtbarer Ort. Aus einem alten Krieg. Ja, und ich bin ein Wüstenkind und keine Wellen gewohnt. Nee. Ich nehme diesen Speeder und hole mir den Wegfinder. Egal, ob sie mitkommen. Dann mal los. Gute Reise. Danke. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. So gar keins. Kann man es eigentlich selbst lenken? Das schon so ein bisschen wirkt es. Hat aber glaube ich nichts gemacht. Ist der Wegfinder hinter dieser Tür. Nee, hinter dieser Tür ist eigentlich nur ein Kalberstein. Der Dolch hat auf einen Ort oben in dem Wrack gezeigt. Wir müssen irgendwie weiter rauf. BB-8, komm bitte mit. Großartig, mein Lieber. Ich
Aber echt nicht hohe Ansprüche. Ich glaube, hier muss BBR hoch. Spätestens wenn es hier rüber geht, das ist dann ziemlich interessant geworden. Wir haben hier irgendwo noch die. Ja, sehr gut. Du kletterst hoch und findest einen anderen Weg. Für einen anderen Weg? Und warum? So, normalerweise wäre das. Das kriegen wir auch mit BB-18. Siehst du? Kriegen wir auch mit BB-18. Man muss es nur wollen. Und. Machen wir. Mal sehen, wann Ray auch mal hier hochkommt. Hoffentlich heute noch. Nee, Ray ist noch so. Natürlich. Okay, gut, wir können hier hin. Na komm. Sparen wir die Zeit. Die sehr kostbare Zeit hier. Zwar hier nicht weiterkommen, das ist klar. Das ist jetzt auch nichts, wo man hier große. Irgendeinen Haken braucht. Da kriegt man das so hin. Sehr gut. Also das wäre der andere Weg für BB-8 gewesen. I understand. Ich verstehe. Glaube ich. Türen. Ah, warte. Aha! Das ergibt Sinn. Schon sagen. Gut, dann müssen wir einmal hier eins hinpacken. Und nein, das kommt hier hin, wie gesagt. Das kommt hier hin.
fährt immer wieder einen los, oder? Ich darf bloß nicht vergessen, diese Doppelsprünge zu machen. Aber wie? Wie willst du BB-8 darüber bringen? Sehr schön. Yay! Hab keine Angst davor, wer du bist. Gib ihn mir. Den Weg nach Exegol findest du nur durch mich. Nein! Komm mit mir nach Exegol. Lass uns Palpatine vernichten. Zusammen. Nein, ich gehe nirgendwo mit dir hin. Wollen wir ein Eis essen gehen? Du versuchst so krampfhaft in Vaders Fußstapfen zu treten. Aber du bist überhaupt nicht wie er. Ist das ein Kompliment? Blitze kamen aus deinen Händen, Rey. Blitze! Hast du es nicht gespürt? Du wirst dafür bezahlen, dass du den Wegfinder zerstört hast. Die dunkle Seite ist stark in uns beiden. Lass uns mal zusammen was unternehmen. Zeit, ich muss die Galaxis retten. Vor dir! Oh. Gut. Du setzt deinen Zorn ein. Jetzt folge mir. Komm zurück! Ja. Ich lasse ihn nicht entkommen. Es muss noch einen Weg hier rausgeben. Ah. Okay. Wieder ein bisschen Wand laufen. Dann hier rüber. Okay, bei dir da hinten. Wir müssen ihm hinterher. Ja, es tut mir leid. Den Sprung schaffe ich nicht. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Wenn du dir mehr Mühe gegeben hättest, hättest du es schaffen können. Die hat geholfen. Es war zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt? Ey, komm, so fett ist BB-8 auch nicht. Hast du was gefunden, das uns weiterhilft? Wie viele von den Dingern sind denn noch? Was immer du da tust, es klappt. Alles schön. Keine Angst, ich hol dich da raus. Vorsichtig, Ray. Und jetzt. Tada! Gut gemacht, BB-8. Los, suchen wir Kylo. So. Jetzt kommt er wieder raus. Da brauchen wir sowieso. Ups.
müssen ja sowieso alles kaputt hauen, weil wir bauen müssen. Jetzt aber. Tada! Kylo ist ganz nah. Ich spüre es. Näher als du denkst. Oh Gott! Die Enkelkinder von Vader und Palpatine kämpfen im Todesstern. Sieht cool, oder? Sei kein Nerd. Konzentrier dich. Eben, sei kein Nerd. Ich höre nicht zu. Dein Gejammer ertrage ich nicht mehr. Oh, komm schon. Ja. Wir kennen beide die Dunkelheit in dir. Setze sie ein. Ein Kampf im Todesstern. Unsere Großväter wären stolz auf uns. Nein, Palpatine bedeutet mir nichts. Ups. Hey! Warum sollten sie stolz sein? Und dieser Kampf ist beendet. Gehen wir mal da schnell rein. Und, boah. Okay, sorry BB-8, aber vielleicht bist du doch ein bisschen fetter als gedacht. Gut, dann mal los! Oh nein. Ich dachte, Kylo wäre jetzt auf dem Weg. Warum kann das Wrack nicht auf einem Waldmond sein? Den Sprung schaffe ich niemals! Danke, dass du es mir jetzt doch früher gesagt hast. Den Sprung könntest du aber schaffen. Ja, hat geklappt. Wir beide wollen Palpatine besiegen, Rey. Nimm meine Hand. Niemals. Halt dich an mir fest. Wir sind ein Zweiklang der Macht. Das ist eine ziemlich große Sache, weißt du? Rey weiß doch gar nicht, was er bedeutet. Bis vor kurzem wusste sie ja noch nicht einmal, dass sie... Ich dachte, du kannst dich ändern. ...irgendwas kann. Ich dachte, sie wäre nichts. Du willst nicht wirklich gegen mich kämpfen, Rey. Das bist nicht du. Nicht wirklich. Du kennst mich nicht. Niemand tut das. Okay. Rey in der Emo-Phase. Auf einmal kannst du den Sprung. Du weißt, du kannst nicht zurück zu Leia. Genauso wenig wie ich. Ich bin nicht wie du. Eine Welle! Festhalten, Vader! Ich bin klatschnass! Komm mit mir nach Exegol, damit ich mich umziehen kann. Warum willst du dich dort umziehen? Hast du kein Zuhause mehr? Mir reicht's mit den Spielen. Hör auf mit den Spielen. Und wir sind nicht die Leute, die hier spielen. Oh Gott. Ja. Nächste Welle. Nix. Das ist zwecklos. Ich kenne die dunkle Seite in dir, Rey. Nimm sie an.
Und ich kenne deine Mutter. Kenne ich wirklich. Du hättest den Weg, wenn er nicht zerstören dürfte. Jetzt mal aufhören. Was wird das? Was? Achso. Ich war sehr verwirrt. Au! Na, Kylo? Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Vater, ich weiß. Was machen wir? Wir können nichts machen. Wir müssen zurück zur Basis. Palpatine. Ist das unser Zuhause? Kann man so sagen. Sehr schön. Habe ich ein eigenes Zimmer oder eine Wohngemeinschaft? Eine WG. Dein Mitbewohner kann sich ja kaum erwarten, dich zu sehen. Bestimmt. Bestimmt. Er wird sich richtig freuen. Sehr schön. Es ist noch besser. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Bis dann, haut rein und tschüss.